das Heiligtum. Ja, nur nicht so nett diesmal. Dieses Mal sind wir in Ihrem Kopf. Wir müssen Ihre Zelle schnell finden. Ist sie. Mist, sie sieht nicht gut aus. Was machen wir? Sie muss reingehen. Sie muss in ihre Zelle gehen. Bist du dir sicher? Hört sich nicht wirklich wie eine deiner glorreichsten Ideen an. Und es ist nicht, als ob... Ich vertraue meinen Instinkten. Bessere Idee? Erinnere dich. Geistiger Zwang. Sie muss akzeptieren, was passiert ist. Ja, okay. Gut. Los, komm, Arkins. Geh rein da. Wow, das stinkt. Es ist vorbei. Vorbei! Wacht alle auf! Wir müssen hier raus. Wie machen wir das? Los, wacht auf! Los, los! Wacht endlich auf! Steht auf! Uns läuft die Zeit davon! Warte! Was ist los? Söldner, Sie haben das Kloster vollkommen umstellt. Was? Ein Inquisitor führt Sie an. Ich habe euren Fluchtweg geplant. Beeilt euch! Sie greifen bald an! Mist! Konntest du uns nicht früher wecken? Nein, ihr wäret gestorben und ich auch. Und wie bekam die Inquisition Wind davon? Wie sollen wir hier rauskommen? Ich habe Erets Schüler geschickt, um ein Boot für uns vorzubereiten. Aber wir müssen jetzt los, keine Zeit zu verlieren. Ist das Boot weit weg? Eine Stunde. Wir werden uns beeilen. Es gibt einen Durchgang hinter dem Altar in der Eingangshalle. Der führt zu dem... Hinter den Altar! Der Hintereingang! Beeilung!
Tante Celie? Hier? Joran! Wir müssen los! Los, runter da! Schnell! Wir müssen das Boot erreichen. Alles okay, Arkens? Was ist das für ein Boot? Die Insel der Klagen ist nicht so einfach zu erreichen. Egal. Solange es schwimmt, schaffen wir es. Das Boot ist nicht wichtig. Ich dagegen schon. Beeilung! Ich will nicht, dass der Celie uns einholt. Wer ist Celie? Der Großinquisitor in Person. Der geistige Anführer der gesamten Inquisition. Mist, der Spinner aus der Kapelle, Ark. Wäre ich so hässlich wie er, würde ich nie die Maske abnehmen. Ich weiß nicht, was mit seinem Gesicht passiert ist, aber natürlich. Wir müssen auf den Aufzug warten, der uns nach oben bringt. Warte hier, wenn es schlimmer wird. Wir kümmern uns um den Rest. Ja, wir sind hier. Kommt her und lasst uns etwas Spaß haben. Ich beschütze Großmagier Sarante. Du kümmerst dich um sie. Los, hier lang! Tut mir leid, ich habe den Magiern gesagt, hier entlang zu fliehen. Hätte ihnen sagen sollen, den Aufzug wieder zurückzuschicken. Du hattest viel um die Ohren. Legen dich dafür nicht um. Wir müssen weiter. Verdammt! Hättet ihr nicht einen kühleren Ort für euer Kloster finden können? Die meisten der Gebäude wurden von der Inquisition bereitgestellt. Sie wollen nicht, dass wir Kontakt mit den Bürgern haben. Ich verstehe jetzt, dass ihr hier nicht so häufig besucht werdet.
Ich mag diesen Ort, um ehrlich zu sein. Perfekt für die Meditation. Bis ihr kamt, zumindest. Die Inquisitoren wären früher oder später sowieso gekommen. Ich weiß, mein Kind. Sie haben nur nach einer Ausrede gesucht. Und ich habe uns alle mit meiner Rückkehr verdammt. Nun, wir sind jene, die Celeve. Auf ein neues! Hoffe, dass es diesmal schneller geht. Alarm! Zu den Waffen! Ich hoffe, die anderen haben es geschafft. Sie nahmen die anderen Boote. Hoffe, dass sie schon auf See sind. Nicht mehr weit. Wir sollten uns beeilen. Das Feuer in der Kapelle. Ihr... hattet ihr etwas damit zu tun? Das wäre eine Möglichkeit. Verstehe. Ihr habt seine Schüler verbrannt. Welch Ironie, oder? So wird letztendlich mit Ketzern umgegangen. Der Zele wird nie aufhören, euch zu jagen. Und er ist der schlimmste Feind. Sie sind hinter uns! Über die Brücke, schnell! Rennt! Los, lasst ihn! Ihr habt das Schicksal eures Ordens besiegelt, Magier. Ihr Ketzer könnt der Inquisition nicht entkommen. Arkens, die Brücke, schnell! Oh!
Flieht, Grünhäute! Ihr seht weiterhin den Tod unter euren Verbündeten, bis keiner mehr da ist, uns im Wege zu stehen. Informiert den Kommandanten des Imperiums und die Herren der Inquisition. Die Magier sind schuldig, die Flüchtigen beherbergt zu haben und sind Anstifter für alle Taten, die von den Grünhäuten verübt wurden. Die Strafe dafür ist der Tod. Wir werden ihre Köpfe und ihren Reichtum Alarm! Haben. Zu den Seid entkommen. Ich versteckte mich, als sie kamen. Tut mir leid. Kein Grund für Entschuldigung. Du hättest nichts tun können. Der Großmagier Sarante ist gefallen, oder? So wie unser Orden. Nichts wird so sein wie vorher. Wir sind nun Flüchtlinge. Ist das klar? Ja, es ist klar. Wir sollten weitergehen, bevor noch mehr kommen. Ich weiß nicht, wie der Zele uns finden konnte, aber es dauerte nicht lang. Wir waren froh, als wir in See stachen. Die Magier hatten nicht so viel Glück. Scheinbar musste jeder, der unglücklicherweise unseren Weg kreuzt, einen hohen Preis dafür zahlen. Ich hoffe nur, dass es Imperator Damokles genauso erging, sobald wir die Insel der Klagen erreicht haben. Die Überfahrt war nicht gerade gemütlich, aber es stimmt, was sie über Arkent sagen. Ohne ihre Visionen hätten wir die Insel nicht in einem Stück erreicht. Das Mädchen hat ihren Teil getan. Nun waren wir dran. Wir mussten Damokles um jeden Preis loswerden, bevor er die Elfen und Zwerge auf seine Seite brachte. Sonst wäre es um die Grünhäute schlecht bestellt. Willkommen auf der Insel der Klagen. Wir warten hier auf euch. Warte, wir sollten Ihnen den Weg zeigen, Mikal. Ihr habt euren Teil beigetragen und dafür den Preis bezahlt. Sorgt ihr euch um den Zusammenhalt des Ordens. Wir müssen jetzt alleine weiter. Sie war schon mal hier. Ein paar Tipps wären schon hilfreich. Ich will nicht bei lebendigem Leib gefressen werden. Ihr werdet auf erfahrene und kaltblütige Krieger stoßen, die gefährlicher sind als die Truppen des Imperiums oder der Inquisition. Sie sind schnell, unbarmherzig und unbestechlich. Kein Wunder, dass der Imperator diese Insel gewählt hat, um die Zwerge und Elfen zu treffen. Dies ist der sicherste Ort der gesamten Region. Ja, ich weiß. Ich bin einer Schwester an der Mauer begegnet. Ich rede von Logistik, ihren Strategien, nützlichen Informationen. Verstehst du? Wenn du einer begegnet bist, stell dir ein paar Dutzend vor. Bis an die Zähne bewaffnet, vollkommen fanatisch. Ihr seid inmitten ihres Reviers, wo sie am stärksten sind.
Also kein Spaziergang zu erwarten. Das ist einfach toll. Es macht dich irre, wenn du kein Hintertürchen findest, oder? Verdammt, ja, ich hab Schiss. Den Stern sei Dank, dass du hier bist, um mich mit deinen starken Armen zu beschützen. Okay, gehen wir. Warte, soll ich eure Ausrüstung anschauen? Ich bin ein Schüler von Ereth, dem Magieschmied. Dann zeig, was du für uns tun kannst. Ich wette, das mögt ihr. Nicht schlecht hier, nur etwas sehr ruhig. Die Schwestern haben klare Sicht auf die Bucht. Wenn sie nur halb so gut sind, wie man sagt, wissen sie bereits von uns. Ja, sie erwarten uns.